dein Lebenslauf so gut oder auch so elend, wie er sein mag, wird dich nicht vor dem gerechten Gericht Gottes retten. Du wirst an den Punkt kommen, wo du deine Waffen streckst, und ich hoffe, dass es nicht zu spät ist. Wird Jesus, wenn er kommt, Glauben finden bei dir? Der Predigttext heute Morgen ist im 2. Mose 12. Wir sehen dort eine bedingungslose Kapitulation des Pharao. 2. Mose 12, Vers 29 und folgende. Wer die Kraft hat zur Textlese, darf gerne nochmal aufstehen. Wer es nicht schafft, darf natürlich auch sitzen bleiben. 2. Mose 12, Vers 29 und folgende. Und es geschah um Mitternacht, da schlug der Herr alle Erstgeburt im Land Ägypten, von dem erstgeborenen Sohn des Pharao, der auf seinem Thron saß, bis zum erstgeborenen Sohn des Gefangenen, der im Gefängnis war, auch alle Erstgeburt des Viehs. Da stand der Pharao auf in derselben Nacht, er und alle seine Knechte und alle Ägypter. Und es war ein großes Geschrei in Ägypten. Denn es gab kein Haus, in dem nicht ein Toter war. Und er rief Mose und Aaron zu sich in der Nacht und sprach: Macht euch auf und zieht weg von meinem Volk, ihr und die Kinder Israels, und geht hin, dient dem Herrn, wie ihr gesagt habt. Nehmt auch eure Schafe und eure Rinder mit euch, wie ihr gesagt habt, und geht hin und segnet auch mich. Und die Ägypter drängten das Volk sehr, um sie so schnell wie möglich aus dem Land zu treiben, denn sie sprachen: Wir sind alle des Todes. Und das Volk trug seinen Teig, ehe er gesäuert war, ihre Backschüsseln in ihre Mäntel gebunden auf ihren Schultern. Und die Kinder Israels handelten nach dem Wort Moses und forderten von den Ägyptern silberne und goldene Geräte und Kleider. Dazu gab der Herr dem Volk bei den Ägyptern Gunst, dass sie ihr Begehren erfüllten, und so beraubten sie Ägypten. So zogen die Kinder Israels aus von Ramses nach Sukkot, etwa 600.000 Mann Fußvolk, ungerechnet die Frauen und Kinder. Es zog aber auch viel Mischvolk mit ihnen und Schafe und Rinder und sehr viel Vieh. Und sie machten aus dem Teig, den sie aus Ägypten gebracht hatten, ungesäuerte Brotfladen, denn er war nicht gesäuert, weil sie aus Ägypten vertrieben worden waren und sich nicht aufhalten konnten. Und sie hatten sich sonst keine Wegzehrung zubereitet. Die Zeit aber, welche die Kinder Israels in Ägypten gewohnt hatten, betrug 430 Jahre. Und es geschah, als die 430 Jahre verflossen waren, ja, es geschah an eben diesem Tag, da zog das ganze Heer des Herrn aus dem Land Ägypten. Es ist eine Nacht, die dem Herrn gewissenhaft eingehalten werden soll, weil er sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Das ist diese Nacht, die dem Herrn gewissenhaft eingehalten werden soll für alle Kinder Israels, für ihre künftigen Geschlechter. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Wir befinden uns hier in der Arche in einer Predigtserie über das zweite Buch Mose, und wir hatten an den vergangenen Sonntagen immer wieder gesehen, wie Gott dem Pharao Plagen sandte, damit doch das Volk Israel endlich ziehen könne. Aber der Pharao hat nicht reagiert. Die 10. Plage, die dann angekündigt wurde, wird jetzt hier in unserem gelesenen Text durchgeführt. Das ist die Tötung der Erstgeburt. Und wir sehen, dass diese Plage über die Menschen ohne Ansehen der Person kam. Gott kam in Gestalt des Verderbers an jede Tür jeden Hauses in Ägypten, um eben diese Erstgeburt zu töten. Dort, wo dem Wort des Herrn vertraut wurde, in den Häusern, wo Menschen glaubten, was Gott durch Mose zu ihnen sagte, fand der Verderber in dieser Nacht Blut an den Pfosten ihrer Haustüren. Und das war Zeichen, dass die Bewohner ein makelloses Lamm, was Gott ihnen bereitet hatte, schlachteten und dieses Blut an die Pfosten strichen. Und dort, wo Gott in der Nacht sah, dass dieses Blut vorhanden war, zog er vorüber. Und die Strafe der Erstgeburt, Tötung, wurde an diesem Haushalt nicht vollzogen, denn der Strafe Gottes wurde bereits Genüge getan durch das Leben eines schuldlosen Lammes, was vollkommen war
und Sühnung erfolgte. Doch bei all den anderen, die eben nicht dieses Zeichen des Blutes an ihren Pfosten hatten, machte Gott dann weiterhin keinen Unterschied. Und das ist der erste Punkt meiner Predigt. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland steht in Artikel 3 Absatz 1, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Das bedeutet, alle haben die gleichen Rechte und alle haben die gleichen Pflichten. Der Staat muss ohne Ansehen der Person alle gleich behandeln. Ein gerechter Richter hält sich an dieses Gesetz und setzt es, ohne Menschen zu bevorzugen, um. Und doch gibt es immer wieder Klagen über ungerechte Urteile, weil Menschen fehlbar sind. Aber Gott nicht. Gott ist nicht fehlbar. Gott ist vollkommen gerecht. Er ist auch fair in seinem Urteil. Er ist unbestechlich. Bei ihm gibt es kein Ansehen der Person. Das sehen wir in Vers 29, wenn ihr nochmal in den Text hineinschaut. Es geschah um Mitternacht, da schlug der Herr alle Erstgeburt im Land Ägypten. Und jetzt von dem erstgeborenen Sohn des Pharao, der auf seinem Thron saß, bis zum erstgeborenen Sohn des Gefangenen, der im Gefängnis saß. Das bedeutet, Gott winkt dich weder durch, weil du ein Millionär bist, noch drückt dein Auge zu, weil du zu den Ärmsten der Armen gehörst. In seinem Gerichtssaal werden dich weder Status noch Position retten. Er wird dich auch nicht von seinem Gericht ausnehmen, weil du mittellos und arm bist. Egal ob Pharao oder Gefangener, Römer 2 gilt, bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. 1. Petrus 1,17, und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen. Dieses muss uns klar sein. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Vom Pharao bis zum Gefangenen. Ich möchte dich aufwecken. Ich möchte dich rausholen aus einem falschen Sicherheitsdenken, was sich in unserer Zeit und in unseren Köpfen wie eine Krake verbreitet. Da gibt es die eine Seite, die in uns sagt, ich bin eigentlich ein ganz guter, ein ganz wichtiger, vielleicht nicht ein Präsident, aber Präsident meiner Familie, Chef meines Betriebes, habe Erfolge nachzuweisen. Ich bin relativ wichtig. Oder du sagst, ich bin immer bemüht gewesen. Ich habe alles getan, was an mir lag. Ich war immer freundlich zu meinen Kollegen, habe täglich meine Arbeit aufgesucht, von Montag bis Freitag, habe meine Familie versorgt. Ist doch alles gut mit mir. Ich muss dir sagen, bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. All deine Mühe wird dich nicht vor dem gerechten Gericht Gottes retten. Andere denken gar nicht mal so in dieser Werkegerechtigkeit auf die Weise, als dass sie meinen, sie seien ja was und seien ja wer und hätten ja dies oder das geleistet. Sie fallen vom Pferd auf der anderen Seite. Sie sagen, das Leben war nicht fair mit mir. Ich hatte nicht das Elternhaus, wie andere es hatten. Ich hatte nicht die gleichen Chancen. Wir hören heute sehr viel von Chancengleichheit.
Ich war benachteiligt. Ich bin in einem sozial schwachen Umfeld aufgewachsen. Ich bin krank geboren und habe mich mit meiner Krankheit Zeit meines Lebens herumgeplagt. Ich hatte nicht dieselben Voraussetzungen wie all die anderen. Gott wird das doch mit Sicherheit in seine Bewertung einfließen lassen. Heute Morgen kommt die vielleicht für dich erschütternde Nachricht: Es wird dir nicht helfen. Dein Lebenslauf, so gut oder auch so elend, wie er sein mag, wird dich nicht vor dem gerechten Gericht Gottes retten. Denn vom Pharao bis zum Gefangenen, vom Mächtigsten bis zum Geringsten, vom Thron bis zur Gefängniszelle, die Erstgeburt von allen war tot. Und wenn wir uns dann vor Augen malen, dass dies nicht ein Gericht Gottes war, was ein für alle Mal stattfand, sondern wenn wir der Bibel Glauben schenken, dann wissen wir, dass das Gericht Gottes, das wahre Gericht Gottes, noch kommt. Wir werden alle eines Tages vor dem Thron Gottes erscheinen müssen. Natürlich sehen wir heute schon Gerichtshandeln Gottes in verschiedenster Form. Manches tangiert uns mehr, manches weniger. Einiges scheint von Gottes Gerichtshandeln weit, weit weg von uns zu sein. Seuchen, die uns nicht betreffen. Ebola in Afrika. Was habe ich damit zu tun? Aber als plötzlich Corona kam, da war so ein kleiner Schock bei uns. Kriege? Oh, solange sie in Afghanistan stattfinden, was juckt mich das? Aber wenn die Russen in die Ukraine einfallen und der Westen plötzlich zuckt und sagt, wir müssen militärisch uns wappnen, kommt die Sache schon näher. Und selbst wenn all das dich auch kalt lässt und du sagst, interessiert mich nicht, sagt die Bibel dir klipp und klar, es kommt der Tag, an dem du vor Gott stehen musst. Du musst in dem Gerichtssaal Gottes erscheinen. Jeder von uns. Und da gilt, vor Gott gibt es kein Ansehen der Person. Du wirst dann nicht durchkommen, weil du ein dickes Bankkonto hast oder dich im Sozialen gut betragen hast. Das reicht nicht. Du wirst auch nicht durchkommen, weil du es schwer im Leben hattest und benachteiligt warst. Egal wie hoch oder niedrig deine Stellung, ohne das Blut am Türpfosten deines Herzens, das Blut des Passahlammes Jesus Christus, der für dich ein vollkommenes Leben geführt hat, weil du und ich nicht in der Lage waren, es zu führen. Ohne das vergossene Blut unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus, das wir im Glauben an die Pfosten unseres Herzens malen, werden wir nicht gerettet werden. Der Verderber ging durch das Land und untersuchte die Türrahmen der Häuser. Und da, wo er Gläubige fand, fand er, wonach er Ausschau hielt, das Blut eines makellosen Opferlammes. Wer es an seine Pfosten gestrichen hatte, drückte damit aus: Ich vertraue dem Wort Gottes, ich vertraue dem Wort, was Gott durch Mose zu uns gesagt hat. Ich vertraue darauf, dass das Lamm für mich Rettung bedeutet. Ich vertraue dem Herrn der Herren. Meine Hoffnung ruht allein darauf, dass jemand anderes für mich in den Tod ging. Das allein, nur das allein, rettet dich vor dem gerechten Gott. Jesus hat gesagt, Lukas 18,8, wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden? Fragezeichen. Mit anderen Worten, damals ging Gott in Form des Verderbers durch Ägypten durch und hielt Ausschau nach dem Blut an den Pfosten. Und der Tag kommt, wenn Jesus Christus wiederkommen wird und er wird Ausschau halten nach dem Glauben. Und die Frage, die Jesus selber stellt, ist: Wird er ihn finden? Und diese Frage, die richte ich komplett jetzt an dich. Jetzt denk nicht an deinen Nachbarn, denk nicht an deine Mutter und denk nicht an deinen Vater. Jetzt denk mal an dich. Mach mal einen Check. Wird Jesus, wenn er kommt, Glauben finden bei dir?
Also, kein Ansehen der Person. Zweitens sehen wir hier eine bedingungslose Kapitulation. Der Pharao war lange, lange Zeit dickköpfig. Ne? 9 Plagen. Wirklich. Es war ja kein Spielkram. Das waren schwerwiegende Warnungen und Gerichte Gottes, die über ihn und über das Land kamen. Doch er lenkte nicht ein. Er war ein sturer, ein verblendeter Tyrann. Auf der anderen Seite sehen wir und sahen wir die Israeliten, die lange, lange Zeit darauf gewartet haben, was Gott denn jetzt machen würde. Für sie war es eine Geduldsprobe. Wann endlich lässt Pharao uns gehen? Was muss denn noch geschehen? Sie hatten die Zusage Gottes erhalten. Sie wussten, Gott hat ihnen versprochen. 2. Mose 6,1 sagte er zu Mose, du sollst sehen, was ich dem Pharao tun will, denn durch eine starke Hand gezwungen wird er sie ziehen lassen und durch eine starke Hand gezwungen wird er sie aus seinem Land treiben. Damit meint er Israel. Das wussten sie, das hörten sie und daran hielten sie fest. Aber es dauerte. Es dauerte. Aber am Ende kam es so. Das lesen wir hier in Vers 31 in unserem gelesenen Text. Das ist die Reaktion des Pharaos. Er rief Mose und Aaron zu sich in der Nacht und sprach, macht euch auf, zieht weg von meinem Volk, ihr und die Kinder Israels. Und geht hin, dient dem Herrn, wie ihr gesagt habt. Nehmt auch eure Schafe und eure Rinder mit euch, wie ihr gesagt habt. Und geht hin und segnet auch mich. Hier spricht ein Mann, der noch gar nicht so lange her schwor, niemals zu tun, was Gott von ihm verlangte. Wollte er nicht. Das wollte er nicht. Er war entschlossen, sich Gott entgegenzustellen. Aber jetzt, nach der 10. Plage, kapitulierte er bedingungslos. Er streckte die Waffen. Woran machen wir das fest? An verschiedenen Punkten, allein an Vers 31. Nach der 9. Plage der Finsternis, war kurz vorher in dem gelesenen Text, sagte er noch zu Mose, Kapitel 10, 28, geh hinweg von mir, nach der letzten Plage der Finsternis, hüte dich, dass du nicht mehr vor mein Angesicht kommst. An dem Tag, da du vor mein Angesicht kommst, sollst du sterben. Hören wir diesen erhabenen und stolzen Pharao, der meint, er hat immer noch alles in seiner Hand. Aber dann kam Gott selbst und richtete ihn und auch das Land. Und wir lesen plötzlich eine Wendung, bedingungslose Kapitulation, Vers 31. Und er rief Mose und Aaron zu sich in der Nacht. 180 Grad Wendung. Bisher waren die Israeliten für ihn rechtslose Sklaven, jetzt nennt er sie Israel. Hör mal. Macht euch auf und zieht weg von meinem Volk, ihr und die Kinder Israels. Bislang meinte er, er kenne Gott nicht. 2. Mose 5, Vers 2, wer ist der Herr, sagt er, dass ich auf seine Stimme hören sollte, um Israel ziehen zu lassen. Ich kenne den Herrn nicht. 10 Plagen später, Vers 31, macht euch auf und zieht weg von meinem Volk, ihr und die Kinder Israels, und geht hin, dient dem Herrn. Und guck mal, wie das Herrn da steht bei dir in der Bibel, dick gedruckt. Jahwe, dient Jahwe. Den hat er in 10 Plagen dann doch kennengelernt. Bislang verlangte er, dass sie ihm dienen sollten. Und jetzt sagte er, geht und dient dem Herrn. Bislang wollte er sie nicht gehen lassen, jetzt befiehlt er, macht euch auf, zieht weg, geht hin. Das sind die Worte, die in diesem Vers auftauchen. Wir sehen hier nichts anderes als eine bedingungslose Kapitulation. Es gab keine Verhandlung mehr. Er hat geschnallt, jetzt ist vorbei, Schluss aus, Ofen aus, nichts mehr, gar nichts mehr. Ich manövriere mich noch tiefer in das Elend. Das ganze Volk konnte jetzt ohne Auflagen ziehen. Halleluja.
Diese Kapitulation und die Worte des Pharao stehen exemplarisch für das Handeln Gottes mit Menschen, die ihm ins Angesicht widerstehen wollen. Mit seiner störrischen Haltung hat Pharao nichts gewonnen. Wie oft hat er zu Gott Nein gesagt und wie oft hat er Ja gesagt und am Ende dann doch nach Nein gehandelt? Am Ende musste er Gottes Bedingungen aber dann doch annehmen. Mein lieber Freund, das ist ein ernstes Thema. Das ist wirklich ernst. Es ist besser, dass du Gott nicht widerstehst, sondern dass du ihn annimmst. Weißt du, er will dir nichts Schlechtes. Er will dich befreien, raus aus der Gefangenschaft Ägyptens führen. Widersteh ihm nicht. Merkst du nicht, es hat keinen Sinn. Du wirst an den Punkt kommen, wo du deine Waffen streckst und ich hoffe, dass es nicht zu spät ist, sondern so du seine Stimme hörst, kehre um.